Als Kind beim Naruto schauen ist mir eine Sache auf jeden Fall im Kopf geblieben, und zwar die Amtszeit des dritten Hokage, nämlich Hiruzen Sarutobi. Bei ihm habe ich wirklich gespürt, dass er ein Mann war, der sich zu jeder Zeit für sein Dorf opfern würde, und das tat er dann auch im späteren Naruto-Verlauf. Konoha wird immer wieder in neuem Glanz erstrahlen. Ich finde, die Kage Naruto haben einen unglaublichen Job, den sie ausfüllen müssen, und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Tode der Kage, die sehr, sehr interessant sind zu besprechen. Es gibt welche, die sehr, sehr mysteriös sind, also die Umstände, wie sie gestorben sind, und deswegen dachte ich mir, hey, ich mach doch mal ein Video, wo ich jeden einzelnen Tod von jedem Kage erkläre, und zwar nicht nur Hokage, nein, auch Raikage, Mizukage, Tsuchikage und Kazekage. Das heißt, ihr bekommt jeden Tod aus jeder Amtszeit von jedem Kage, den wir aus der Naruto-Welt kennen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Aber bevor das Ganze natürlich anfängt, Leute, jeder angehende Kage, der hat eine Sache gemeinsam, und zwar, er hat den Kanal von Ruffy abonniert. Deswegen abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, und gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefällt. Wie gesagt, es sind kleine Sachen zu erledigen, aber damit hilft ihr mir enorm auf dem weiteren YouTube-Weg. Und damit fangen wir an mit den Raikage. Und das hat einen Grund, weil einer der Raikage hat einen Tod, der einfach insane ist. Und ich wollte mit denen anfangen, weil die unglaublich sind. Fangen wir also an mit dem ersten Raikage, also dem Shodai Raikage. Bei den ersten Kage-Amtszeiten ist es ein bisschen schwierig, weil es sind die Kage, die wir kennen aus dem Hashirama-Flashback, und da sie die ersten Kage sind, sind es natürlich welche, von denen wir sehr, sehr wenig wissen, weil diese Naruto-Epoche wurde nicht so stark behandelt. Auf jeden Fall kann man hier sagen, dass er vielleicht durch einen Krieg oder durch einen Kampf abseits gestorben sein müsste, denn wir wissen, der erste Shinobi-Weltkrieg findet bald statt, und dieser erste Shinobi-Weltkrieg wird geführt unter der Leitung des zweiten Hokage, nämlich Tobirama, und auch des zweiten Raikage. Also können wir sagen, dass der erste Raikage, gerade weil er auch ein bisschen jünger war, vermutlich im Kampf gestorben ist. Die genauen Umstände kennt man aber nicht. Und keine Sorge, Leute, das werdet ihr in diesem Video vielleicht ein bisschen öfter hören, aber es gibt auch, ja, Geschichten oder ein bisschen Spekulationen, wie man auf andere Tode kommen kann. Deswegen machen wir weiter mit dem zweiten Raikage, und das ist auch wieder eine Sache, die nie wirklich richtig gesagt worden ist, aber es ist sehr, sehr stark implementiert worden, dass der zweite Raikage durch Ginkaku und Kinkaku gefallen ist, weil die haben ja so eine kleine Revolte geführt, und Tobirama, der damals der zweite Hokage war und der zweite Raikage, wollten ja ein Friedenabkommen schließen, hat aber nicht so wirklich funktioniert. Bei Tobirama ist es auch so, dass Ginkaku und Kinkaku dazugehören, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Dazu kommen wir auch nochmal, wenn wir bei den Hokagen sind. Auf jeden Fall wissen wir, dass Tobirama da geblieben ist und seinen Squad flüchten lassen hat. Also der Squad mit Danzo, Hiruzen und Kagame Uchiha. Natürlich waren noch andere dabei, aber das sind so die wichtigsten. Man kann ja sagen, dass der zweite Raikage entweder davor gefallen ist gegen Kinkaku und Ginkaku oder im Kampf zusammen mit Tobirama gegen die beiden gefallen ist. Natürlich gehören da noch mehrere dazu, da waren auch mehrere Attentäter dabei, aber Ginkaku und Kinkaku waren so die ausschlaggebendsten, muss man auf jeden Fall hier sagen. Außerdem hatten Ginkaku und Kinkaku unglaubliche Vorteile, weil sie den Hinterhalt auf ihrer Seite hatten. Also kann man hier sagen, der zweite Raikage ist sehr wahrscheinlich durch eben, ja, die beiden gestorben. Damit kommen wir zum dritten Raikage, und lass mich eins sagen, der dritte Raikage ist vermutlich mit den coolsten Tod überhaupt. Ja, es ist zwar hart, zu einem Tod cool zu sagen, aber pass auf, im dritten Shinobi-Weltkrieg, ja, kämpfte er alleine gegen 10.000 Leute. 3 Tage und 3 Nächte. Das ist insane. Diesen Kampf haben wir nie wirklich gesehen. Wir wissen aber, dass er stattgefunden hat durch einen, glaube ich, ganz kurzen Anime-Flashback, und durch das Databook wurde es bestätigt, dass dieser Kampf stattgefunden hat. Ich will das unbedingt sehen, weil das wäre einfach zu geil zu sehen, wie ein Mann gegen 10.000 Leute kämpft, weil das müsste ungefähr so krass sein wie der Kampf von Madara gegen die Shinobi-Allianz. Also hätte ich das mega gerne gesehen. Dadurch, dass er sie aufgehalten hat, konnte er seine Leute entkommen lassen, und vermutlich ist er auch gestorben durch Chakra-Erschöpfung, weil wenn man 3 Tage und 3 Nächte kämpft, dann kann das schon an den Körperreserven nagen, muss man auf jeden Fall sagen. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie bei One Piece, wie das mit Whitebeard gehandhabt worden ist. Für die One Piece-Kenner, die wissen, was ich meine, das Lucenart kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Und sein Sohn A, ja, er ist einfach wirklich A, wurde dann eben Raikage. Und zu dem kommen wir jetzt, und zwar, technisch gesehen wurde er besiegt oder sogar getötet. Das werdet ihr in diesem Video oft hören, weil Madara ließ sie halt zum Sterben da. Madara hat sie besiegt und er ließ sie zum Sterben da. Das war Madaras Intention. Natürlich haben sie Glück gehabt. Durch Tsunade und Orochimaru sind sie nochmal zu neuem Leben quasi erlangt. Also, sie sind offiziell nicht gestorben, muss man sagen, aber sie wären halt gestorben, wenn Orochimaru und Tsunade nicht gewesen wären. Also, aktuell lebt er noch in der Boruto-Epoche, ist halt eben nur sehr, sehr alt. Der fünfte Raikage ist Darui, und der ist immer noch im Amt und lebt. Damit kommen wir zu Kirigakure und den Mizukagen, also eine sehr,
sehr blutige Zeit, muss man sagen. Der erste Mizukage war Byakuren und der Dude war halt auch schon nicht mehr der Jüngste. Das hat man ihn auf jeden Fall stark angesehen. Auch bei ihm ist die Todesursache unbekannt, aber man kann hier sagen, dass er vermutlich durch Altersschwäche gestorben ist. Nicht jeder ist ein Onoki in der Naruto-Welt, muss man einfach sagen. Er scheint auch nicht wirklich der hellste gewesen zu sein, weil sein Blick war irgendwie ein wenig, als würde er gar nicht wissen, wo er ist. Und seine Zähne sehen ja ein bisschen aus, als ob er ein Vorvater gewesen ist von Kisame. Also, das sind halt nur ein paar Random Facts, um das zu füllen. Er ist halt gestorben, wir wissen nicht warum, aber wahrscheinlich an Altersschwäche. Der zweite Mizukage ist einer der coolsten Kage überhaupt, nämlich Gengetsu. Und er hatte auch einen Total Style, muss man sagen. Und auch wieder eine Sache, die wir verdammt nochmal nicht gesehen haben, aber die ich unbedingt sehen möchte. Und zwar, er hatte sich zusammen mit seiner Wasserpistole gegen den zweiten Tsuchikage, die Mumie Mu, gestellt. Und sie haben sich beide gegenseitig umgebracht. Und Leute, ich will diesen Kampf sehen, verdammt nochmal. Mu gegen Gengetsu. Wasserpistole gegen Jinton. Ein unglaublicher Fight. Man spricht hier immer wieder von einem Double KO, dass sie gekämpft haben und sich beide am Ende gegenseitig getötet haben. Wie genau das funktioniert, wissen wir leider nicht. Aber man kann hier sagen, Mu ist vermutlich der bessere Shinobi oder der stärkere Shinobi. Aber Gengetsu war ein sehr, sehr schlechtes Matchup für ihn, weswegen das Ganze in ein Double KO resultierte. Wie gesagt, unglaublich cool, aber nie gesehen. Beim dritten Mizukage ist die Todesursache unbekannt und auch er ist jemand, der sehr, sehr unbekannt ist, also er war halt nicht wichtig. Es läuft vielleicht auf eine Rente hinaus, so wie es bei Hiruzen eigentlich sein sollte, dass er einfach seine Amtszeit, ja, fertig ausgedient hat und dann die nächste Generation kam, denn der vierte Mizukage ist relativ jung gewesen, oder man geht davon aus, denn beim vierten Mizukage, Yagura, weiß man nicht, wie alt er ist, aber wir wissen auf jeden Fall, dass rumgeschätzt wird, dass er aussieht wie ein Kind, aber er ein Erwachsener ist, also könnte er sowohl ein 25-Jähriger sein, als auch ein 40-Jähriger plus sein, wir wissen es nicht ganz. Also beim dritten Mizukage wird es darauf hinauslaufen, dass er eher in Rente gegangen ist oder dass er einfach so gestorben ist. Durch einen Kampf, durch vielleicht eine Krankheit oder sonstiges. Man weiß halt absolut gar nichts zu ihm. Damit kommen wir zum vierten Mizukage. Das ist ja der Mizukage, der von Obito im Namen von Madara Uchiha, ja, kontrolliert worden ist. Und deswegen kam auch ein bisschen mehr diese blutige Amtszeit von Kirigakure, wo die Shinobi sich in der Schule selbst umbringen sollten, um zu beweisen, dass sie es würdig sind. Also eine sehr, sehr dunkle Zeit, wie wir wissen. Wie er starb, also wie Yagura starb, wissen wir leider nicht genau. In Fillern, glaube ich, gab es eine Szene, wie Itachi ihn besiegt, aber das war es auch so ziemlich. Er hat ihn nur besiegt, ihn unmächtig gemacht und nicht getötet. Auch wichtig hier anzumerken. Man kann sagen, dass Obito ihn getötet hat, sobald er ihn nicht mehr brauchte. Das wäre auf jeden Fall hier sehr, sehr gängig. Aber dass Mei, die fünfte Mizukagin, ihn getötet hat, ist auch eine Sache, die man nicht vergessen sollte und die auch reinpassen sollte. Weil so kann man sagen, hat Kirigakure das blutige Zeitalter beenden können durch eben einen Shinobi, der den Kage getötet hat und dann die Amtszeit übernommen hat. In dem Fall eben Mei. Man kann auch hier sagen, dass Akatsuki dann den Bijou, weil Yagura war ein Jutsuki, Sanbi später eingesammelt hat. Das würde auf jeden Fall auch gehen, weil wir wissen, dass die Bijous sich erst später quasi wieder neu materialisieren in der richtigen Welt. Beim fünften Kage-Treffen wurde auch gesagt, dass Mei relativ neu ist und Ao war auch derjenige, der eben durchschaut hat, dass der vierte Mizukage kontrolliert wird. Was eben heißen könnte, dass Ao das Ganze durchschaut hat und Mei dann quasi das Ganze gefinisht hat. Also kann man hier sagen, Mei oder Obito, einer von den beiden wird es gewesen sein. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Beim fünften Mizukage Mei gilt das gleiche wie beim vierten Raikage. Madaras S-Whooping hat sie überlebt und dann hat sie eben Glück gehabt. Den 6. Mizukage haben wir in der Boruto-Epoche gesehen und dem geht's eigentlich auch noch ganz gut und der ist am Leben. Ja, bei den Tsuchikagen wird das Ganze ein wenig kurz und knackiger. Der erste Tsuchikage ist ebenfalls aus der legendären Ära, wo man nicht weiß, wie er gestorben ist. Aber auch er ist verdammt nochmal alt, also kann man hier auch sehr, sehr stark davon ausgehen, dass er in den Ruhestand gegangen ist und dann eben durch Altersschwäche gestorben ist. Der Todeszeitpunkt ist unbekannt, das wurde im Databook gesagt. Deswegen können wir sagen, okay, dass er eben im hohen Alter gestorben ist. Der zweite Tsuchikage hatte den Kampf gegen Gengetsu, denn das ist Mu, deswegen, das hatten wir schon eigentlich mehr oder weniger, ja, im vorherigen Teil bei den eben Mizukagen. Dann der dritte Tsuchikage ist fucking Onoki und Onoki ist immer noch am Leben, sitzt in der Boruto-Epoche. Er hat Madaras Durchlass auch noch überlebt, zweimal sogar, weil Onoki wurde davor von Madara durchgelassen und dann nochmal danach von ihm durchgelassen. Also wissen wir auf jeden Fall, Onoki hat unglaubliches Ausdauervermögen und ja, er ist so ein bisschen der Muten Roshi der Serie, weil er lebt halt immer noch, warum auch immer. Und ja, mal gucken, wie lange er noch leben wird und ob er vielleicht irgendwann in der Boruto-Epoche sterben wird. Der vierte Tsuchikage ist momentan im Amt, nämlich die Enkelin des dritten, und zwar Kurotsuchi. Ihr geht's auch eigentlich ganz super. Damit kommen wir zu den Kasekagen und die haben auch ein sehr, sehr dunkles Schicksal erleiden müssen. Und zwar, der erste Kasekage ist 58 Jahre alt gewesen, als er gestorben ist durch Krebs.
Das dachte ich jedenfalls erstmal, aber da steht nur das Sternzeichen Krebs, also er ist nicht durch Krebs gestorben. Bei ihm ist die Todesursache nicht ganz unbekannt, aber doch schon ein wenig auf jeden Fall. Er war 58 Jahre alt und wir wissen, dass er durch ein Attentat gestorben ist. Wie genau, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass viele Kasekage eben das gleiche Schicksal erleiden sollten. Und deswegen, ja, er ist durch ein Attentat gestorben. Der zweite Kasekage, bei ihm gilt das gleiche, Umstände unklar, aber auch er ist durch ein Attentat gestorben. Der dritte Kasekage war eine Legende und Shinki aus Boruto ist ja sowas wie eine Wiedergeburt, also nicht wie Ashura und Indra, sondern im übertragenen Sinne eine Art Wiedergeburt. Sasori ist ein unglaublicher Shinobi gewesen und derjenige, der ihn getötet hat. Aber wie zum Teufel hat er es geschafft, den dritten Kasekage zu töten, der eigentlich ziemlich mächtig war? Wir wissen so ein bisschen, dass angedeutet worden ist, dass es bei Sasori ein wenig komisch war mit den Umständen, wie er ihn umgebracht hat. Also wir können davon ausgehen, dass Sasori ihn mehr oder weniger ausgetrickst hat, ihn gekidnappt hat und ihn dann getötet hat. Also ich denke schon, Sasori ist sehr, sehr stark, aber ich denke auch, dass er einen Plan geschmiedet hat, wo die Umstände oder die Chance, ihn zu töten, ein wenig höher war. Dass Sasori halt das Ganze gut vorbereitet hat und deswegen konnte der dritte Kasekage getötet werden. Also ein bisschen unbekannt, aber eigentlich auch nicht allzu wichtig. Der vierte Kasekage war der Vater von Gaara und er wurde ganz easy von Orochimaru gekillt. Das ist eigentlich alles, weil so ist die ganze Shonen-Prüfung zustande gekommen. Also das Finale mit Hiruzen gegen Orochimaru, weil Orochimaru sich als Kasekage ausgegeben hat und so weiter und so fort. Also, ja, Orochimaru hat da die Credits bekommen für den vierten Kasekage. Der fünfte Kasekage ist ja Gaara und der ist aktuell noch im Amt. Aber das ist eigentlich auch ganz lustig. Und zwar wissen wir, als der Shukaku seinen Bijou verlor, ist er als Jinchuriki natürlich gestorben. Aber Omashio hat ihn nochmal Dragon Ball-mäßig zurück ins Leben geholt und man kann auch hier sagen, er kam durch Madaras Vollstreckung gerade so durch, weil auch er war einer der Kage, die ganz, ganz knapp überlebt haben. Also Gaara hat schon ziemlich, ziemlich krass Glück gehabt und er wäre halt echt gut in Dragon Ball aufgehoben, weil sein Schicksal gut zu der Serie passen würde. Aber ja, er ist immer noch im Amt, mal sehen, wie lange er es machen wird. Er ist ja auch noch relativ jung, aber Gaara hatte bis jetzt echt, ja, doch schon ein hartes Leben, muss man sagen. Also kommen wir nun zu den Hokagen und jetzt geht's natürlich richtig um die Wurst. Der Anfang macht natürlich Hashirama Senju, der Gott der Shinobi, der Shodai Hokage. Und mit dem Shodai Hokage hat sich Kishimoto ordentlich in eine Ecke geschrieben. Weil wir wissen aus sicherer Quelle, bei Madara war es schon so, er war so OP, dass Kishi nicht wusste, okay, wie töte ich diesen Typen. Und das gleiche gilt auch für Hashirama. Bei Hashirama war es ein bisschen einfacher, weil Hashirama eben in der Vergangenheit spielte, also vor dem Naruto-Plot. Also konnte er sagen, hey, Hashirama, der ist irgendwann gestorben und das ist so ziemlich alles. Es gibt keine Todesursache, es gibt kein offizielles Statement, wie er gestorben ist. Was man hier sagen kann, ist folgendes. Wir wissen zum Beispiel, Kakuzo hat gegen Hashirama gekämpft, vor dem ganzen Herz-Scheiß. Also Kakuzo war nicht so broken, wie er später in Shippuden war. Das ist schon ein bisschen komisch. Wir wissen zwar, dass Hashirama seine Gegner überleben lässt, also dass er kein kaltblütiger Mörder ist, aber man kann davon ausgehen, dass Hashirama ein bisschen weich geworden ist. Ich denke auch, Hashirama ist ein Typ, dessen Verlust Madara sehr, sehr wehgetan hat. Also, dass Madara nicht mehr in seinem Umkreis ist, dass Madara nicht mehr sein Freund ist. Es hat ihm vermutlich sehr, sehr wehgetan und ich denke, Hashirama ist so ein bisschen eingerostet, dass er nicht mehr wirklich töten möchte, dass er dieses ganze Leid nicht mehr ertragen möchte und so kann man sagen, dass er durch einen Hinterhalt gestorben sein könnte, dass er eben nicht auf der Höhe war, mental nicht auf der Höhe war und so eben gestorben ist. Wir wissen, dass er beim ersten Shinobi-Weltkrieg nicht dabei war, weil Tobirama eben im Amt war, also können wir sagen, dass er irgendwann vorher gestorben ist. Es ist sehr, sehr viel mysteriös bei dem Tod, muss man auf jeden Fall sagen, aber man kann sagen, dass er durch irgendeinen Kampf gestorben ist. Wie genau, wissen wir nicht, vielleicht wird das irgendwann nochmal in der Naruto-Story aufgegriffen. So, der zweite Hokage, der Nidaime-Hokage Tobirama Senju, den hatten wir schon ein bisschen besprochen. Bei ihm ist es so, wir wissen, dass er im ersten Shinobi-Weltkrieg seinen Squad entkommen lassen hat und zurückblieb. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen näher drauf eingehen möchte. Und zwar, bei Tobirama ist es so, wir wissen nicht genau, ob er mit dem zweiten Raikage gekämpft hat, ist aber nicht so wichtig. Wir können auf jeden Fall hier ein bisschen mehr spekulieren. Und zwar ist es sehr, sehr gängig, dass er die Leute besiegt hat, denn er hat sich gegen 18 Meister-Kopfgeldjäger gestellt. Das wissen wir auch, das wurde gesagt. Und eben Ginkaku und Kinkaku, oder die gehörten dazu, besser gesagt. Und wir können vielleicht das Ganze so argumentieren, dass Tobirama gekämpft hat und dass Tobirama alle getötet hat, aber so schwere Wunden hat, dass auch er gestorben ist. Also kann man das wirklich so sagen, dass Tobirama einen legendären Kriegmoment hatte? Das ist natürlich auch nicht ganz klar, aber sehr, sehr gängig oder würde wirklich Sinn machen in dem Szenario. Also
Tobirama ist einfach ein Powerhouse. Bei Hiruzen ist es ein wenig, ja, einfacher. Und zwar Hiruzen hat eigentlich seine Amtszeit durchlebt. Eigentlich war er fertig und wäre halt einen ruhigen Tod gestorben. Aber nein, Minato musste natürlich auch abkratzen, deswegen musste zurück in sein Amt kommen. Und bei Hiruzen Sarutobi war es ein sehr, sehr trauriger Tod, denn er musste sterben, um seinen eigenen Schüler aufzuhalten. Er hat Orochimaru versiegelt und diese Versiegelung kostete ihn einiges. Und zwar musste er sein Leben da lassen. Er war nicht mehr stark genug, deswegen konnte er lediglich seine Arme versiegeln. Also Hiruzen, ein sehr, sehr trauriger Tod, fand ich auch damals wirklich sehr, sehr traurig bei der Beerdigung in Naruto. Deswegen nochmal hier auf jeden Fall Props an Opa Hiruzen an der Stelle. Dann kommen wir zu Minato. Minato, der Held von Konoha, der den Kyuubi versiegelte zusammen mit seiner Frau Kushina, um eben Konoha zu retten und seinen Sohn zu retten und auch noch seinem Sohn ein kleines Power-Up zu geben, was sich später als ordentlich gewaltig herausstellen sollte. Danach haben wir Tsunade, auch sie. Ja, auch sie wurde von Madara nicht gerade, ja, gut behandelt. Deswegen hat sie auch nochmal Glück gehabt, beziehungsweise sie hat ja ein bisschen mehr gemacht, um das Überleben der Kage zu sichern. Deswegen sollte man ihr auf jeden Fall auch Respekt ausschütten. Und der Sechs-Hokage, also noch nicht ganz, wir kommen gleich zum Sechs-Hokage, und zwar bevor Danzo, der ganz Kurz-Hokage war, der wurde von Sasuke fertig gemacht, wobei er sich eigentlich selber gesprengt hat, aber ja, Sasuke war halt schuld daran. Dann haben wir den Sechs-Hokage Kakashi Hatake, der an einigen Stellen fast gestorben ist in der Naruto-Serie, aber er war einer der wenigen Kage, der seine gesamte Amtszeit leben durfte und dann jetzt hier chillen kann. Also Kakashi hat es doch irgendwie geschafft. Und jetzt der siebte Hokage ist natürlich Naruto, der Nanadaime Hokage, und bei ihm wissen wir durch Kawaki, durch die Aussage in Boruto Kapitel 1, dass er vermutlich sterben könnte, aber es könnte auch eine Versiegelung sein. Also bei Naruto ist der Todesumstand ungewiss, ob er wirklich sterben wird, ja oder nein. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Thematik. Kishimoto deutet das an, aber ich sage es hier immer noch, ich glaube wohl kaum, dass Kishimoto die Eier hat, seinen Hauptcharakter zu töten, den er so lange kennt. Und das ist kein Diss gegen Kishimoto, das ist einfach eine Sache, die, ja, so gesagt werden muss, weil wenn ich Naruto schreiben würde oder geschrieben hätte, dann könnte ich nie im Leben Naruto töten. Ich würde das nie im Leben übers Herz bringen. Deswegen kann man sich ungefähr vorstellen, wie Kishimoto sich da fühlen wird. Deswegen glaube ich, dass er ihn, ja, nicht töten kann. Aber das wäre auf jeden Fall an dieser Stelle jeder Tod eines Kage erklärt. Lasst mir gerne, ja, die Kommentare da von euch, falls ihr noch eine Idee habt, wie der ein oder andere Kage gestorben sein könnte. Viele von euch kennen bestimmt fancy Theorien, deswegen könnt ihr, wenn ihr solch einen Kommentar seht, den auch upvoten, damit die anderen Leute auch ein bisschen was davon haben. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr stark über einen Daumen nach oben bei dem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal. Ich meine, Leute, wenn ihr Kage werden wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Das ist einfach eine Pflicht, ja, weil wenn ihr den Kanal abonniert, habt ihr schon das Sharingan, und dann, wenn ihr jetzt bei dem Video abonniert, dann habt ihr noch eine ganz, ganz große Chance, Kage zu werden. Vertraut mir, das ist hier kein Scam, das ist legit, okay? Auf jeden Fall, ich bin damit raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!